Starova Pazane, herzlich willkommen bei Rapmir. Heute reagieren wir auf den Deutschrap Meilenstein 2020. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken sollte. Vor einigen Jahren hätte man noch gar nicht glauben können, dass dieses Projekt möglicherweise zustande kommen könnte. Ein Rap-Beef, der jahrelang entertaint und vielleicht auch abgefuckt hat, kommt drauf an, bei welcher Fanbase man gerade gewesen ist. Und heute droppen sie einfach Public Enemies, ein richtig cooler Film. Vielleicht haben die einen oder anderen das gute Stück gesehen. Gibt leider kein Happy End, in meinen Augen zumindest. Aber ich denke, hier wird es heute anders sein. Wir werden noch gar nicht lange drum herum reden. Wir lassen es einfach mal knacken, Freunde. Da war wieder dieses legendäre Skurr. Ja, ich weiß nicht. Ich habe bei Genki Dama schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass das in so eine komische Richtung geht, aber nein, Mann, er hat uns nicht enttäuscht. Einfach mal dreimal Skurr gemacht. Okay. Da geht er nochmal gleich drauf ein. Der Beef ist endlich zu Ende. Ja, Mann. Deutschrap hat da drauf gewartet. Props an Khabib. Ah, geil. Letzter Track, Genki Dama. Props an Kendrick Lamar. Hier es ist Khabib. Ich glaube, 28-0. Müsste 28 zu 0 sein. Ja, cool, Alter. Cool, sympathisch. Schöner Vergleich. Und das ist alles nur passiert, weil Farid einfach zu viel Testo geballert hat. Also 1 Gramm die Woche war wahrscheinlich ein bisschen too much. Ungeschlagen auf Lebenszeit wie Nurmagomedov. Was für Gangster, ihr seid arme Hunde. Welcher G macht zur Abendstunde eine Fragerunde? Okay, da kommen ja eigentlich einige in Frage. Ja, das ist die legendäre Instagram-Fragerunde, die der ein oder andere Deutschrapper gerne startet. Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Also ehrlich gesagt finde ich das teilweise sogar ziemlich sympathisch. Es gibt einige, die übertreiben vielleicht ein bisschen, aber witzig. Ich ahne schon, in welche Richtung das Ganze geht. Sind im Endeffekt 3 Gs, wie das Handy Netz. Eine Frage an alle meine Fans, mein 3 Gs wie das Handynetz. Schöner Vergleich, einfach Kolle und Farid. Also für diese Vergleiche legendär. Wenn ihr schreibt, wir wollen den alten Farid bang. Meine Uzi-Retter. Meint ihr das, wenn ihr schreibt, wir wollen den alten Farid bang? Ja. Cool, dass er darauf eingeht. So eine Interaktion zu den Fans auf einem Track. Viele hatten sich schon letztes Jahr den alten Farid gewünscht, den alten Asozialen. Wie gesagt, ich habe das bei Genki damals schon mal erwähnt gehabt, dass ich so seine raue, abgefuckte Stimme von damals ein bisschen vermisse. Das ist jetzt alles etwas cleaner, alles sehr ausgereift, aber ist hier noch dieses Hungrige, dieses Asoziale, so das ist. Ja, aber wir haben zumindest den alten Stil von Farid zurück. Er war nie weg. Hammer. Da haben wir ja gerade aber ein schönes Bild erwischt, du. Mit dem Tui-Rapper. Kolle Farid Frank White. Welche Crew ist besser? Okay, ja, da gibt es nochmal einen leichten Seitenhieb Richtung Hexenmeister wahrscheinlich. Von Patricks Energie, ja. Und ich stürme deinen Gig mit 80 Refugees. Oh Gott, okay, die haben so viele coole Sachen eingebaut. Also Patricks Flairs Energie Geschichte, Story, die kennt wahrscheinlich jeder. Ich weiß nicht, was er da damals weggehauen hat im Club.
für ein paar tausend Euro einfach ein bisschen Energiealkohol getrunken und dann ging das Ganze ab. Da ist einfach die Gage von Jalil draufgegangen. Nice. Fick das Weiße aus in Washington DC, wir kommen noch Semester. Was? Washington DC, wir kommen noch. Wenn du Farid lebendig sehen willst, komm morgen zur alte Fabrik. Das könnte glatt ein Ich geschrieben haben, Alter. Okay. Nachts im SUV, wir sind Public Enemies. Public Enemies, wir sind Public Enemies. Das hier ist Berlin und jetzt sind welche Knarre schneller schießen. Oh, das ist genau das. Ach, nochmal vorweg, bevor das Ganze losgeht. Also, meine Erwartungen von der ganzen Sache jetzt sind einfach nur das Flair, so ein bisschen Oldschool rappt. Und ich glaube, also bevor es jetzt weitergeht, mein Lieblingsalbum von ihm ist, weil die Straße nicht vergisst. Und ich hoffe, dass das geht wieder so in die Richtung. Klar. Ist Geschmackssache so, aber ich mag den alten, also Trap hin oder her, aber ich mag den alten Fleazy einfach am liebsten. Und das war, weil die Straße nicht vergisst, ist einfach so. Ah. Und ich hoffe, wir hören jetzt alle so oldschool-mäßig und Flair wäre jetzt einfach die perfekte Ergänzung. Enemies, Popo Public Enemies. Und die Patek-Philipp kommt nicht von gekauften Frames. Und die Patek Philipp kommt nicht von gekauften Streams. Die Line ist geil, Alter. Die ist extrem süß. Laufen noch zu Gucci, Strakasse made Brioni. Du Noname, ich bin auf der Street, the one and only. Okay, leichte Seitenhiebe Richtung Hexenmeister. Ich denke, das ist angekommen. Die Patek ist auf Seis. Push CO2 mit Darm, geh nur für die Vibes. Lübe ist Maskulina, aufgewachsen mit Ausländern. Feinde wohnen zu Brüdern und Brüder wohnen zu V-Männern. Ja, Mann. Der war so süß. Oh mein Gott, der war so süß, Alter. Das will ich noch mal hören. Okay. Okay. Maskulina, aufgewachsen mit Ausländern. Feinde wohnen zu Brüdern und Brüder wohnen zu V-Männern. Feinde wurden zu Brüdern, Brüder wurden zu Formen. Alter. Okay, das ist die süßeste Line von Flair, die ich jemals gehört habe, Alter. Das ist You Made My Day, Mann. Ja. Was soll man dazu sagen? Zuckersüß. Die beste Gänge, der ich jemals war. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit stoppe, Freunde, aber das ist einfach so. Da gibt er noch mal Liebe an Kohle und Farid. Geil, Mann. Und schon wieder Props an Farids und Kohles Modelabel. Nice. Public Enemy, yeah. Dear Police Academy, yeah. Hey, Leute, kennt ihr noch Police Academy? Oh Mann, okay, das ist wieder ein cooler Vergleich. Ist eigentlich, also ist eine Komödie gewesen. Ist eine Police Akademie, die machen gerade ihre Ausbildung so. Das sind halt Bullen. Und da läuft halt irgendwie alles schief. Das ist halt so, das ist alles so auf Comedy ausgelegt. Und jetzt ist halt der Hexenmeister mit Polizei unterwegs und ja, jetzt stellt er das so lächerlich dar, so. Seine Gang, die Police Academy, die sind halt alle funny, so. Der ist geil, Alter. Der ist echt schön. Kann nicht tanzen, meine Schultern sind zu breit, ey. Du willst mich bädeln und frisst dann den Bürgersteig, ey. Bäh. Schönes Close-up. Richtig schönes Close-up.
Okay, das ist Dings, das ist Rakim, oder? Oh Gott, okay, also ich denke, ich muss nichts mehr dazu sagen, dass Flair sich damals darüber aufgeregt hat, dass Nico Kollege mit Rakim verglichen hat. Jetzt sitzt er da im Auto, er hört Rakim, oh, Flair kommt rein, Also, lustiger kann das gar nicht sein, Alter. Das ist einfach geil, Mann. So Battle Rap mit Comedy, das ist einfach geil, Mann. Aber wenigstens können sie sich selber verarschen, das ist halt mega sympathisch, Alter. Dicker, was machst du hier, ja? Dickerchen, Südberlin Sightseeing. Aber ey, jetzt mal Real Talk. Die Pisser haben sich Fahrrad geschnappt. Komm, steig mal ein. Südberlin Sightseeing. Müssen Okay. ihm helfen. Okay, ja. Ich habe mich da schon mal brutal verfahren, Alter. Ich weiß, einige Berliner haben auch schon gesagt, wie zum Teufel konntest du dich in Berlin verfahren? Freunde, ich wusste gar nicht mehr, wie ich aus der Stadt rauskomme, Alter. Katastrophe, also. Ach, aber nur so nebenbei. Digga, pass auf, überall Fanboys. Einen. Okay, das ist ja auch wieder so. Oh, das ist geil, Alter. Das ist jetzt wieder so angelehnt an die Sache, die da passiert ist. Die Beamten haben ihn angehalten. Das sind alles Fanboys gewesen, Alter. Flair hat's erfunden, okay? Nicht, dass ihr wieder angehalten werdet, Jungs. Schluck von Patricks Energie und ich stürme deinen Gig mit 80 Refugees. Fick das Weiße Haus in Washington DC. Wir kommen nachts im SUV, wir sind Public Enemies. Hey, Public Enemies, wir sind Public Enemies. Das hier ist Berlin und jetzt sind welche Knarre schneller schießt. Die Hook ist einfach mega süß, Alter. Wer hätte gedacht, jetzt mal ernsthaft, Freunde, wer hätte gedacht, dass die drei so cool zusammenpassen, Alter? Kopf dich von gekauften Frames. Ich bediente die Stammkundschaft mit Hasch und Speed aus dem Handschuhfach. 84er Jahrgang hinter blauen Augen für Kampf gemacht. Die Legacy ist wie Panzerglas. Du siehst sie niemals angekratzt. Ihr seid wie mein Hand. Wie Panzerglas, du siehst sie niemals angekratzt. Panzerglas zerkratzt nicht. Was für ein geiler Vergleich, Alter. Geschleudert das Jude der Breiten mit Dynamit. Denn ich Oh, wer kennt noch Dynamit von Farid Bang und Kollega? Oh mein Gott, Alter. Wie lange ist es her? Und starte den Payback, schieß hier durch dein Torso, du Fake SG. Geübter Schuss und die Hühnerbrust ist im Eimer, so wie bei KFC. Okay. Und die Hühnerbrust ist im Eimer, so wie KFC. Den hat doch jeder verstanden, oder? Der ist doch. Oh mein Gott, Alter. Das ist wieder so simpel und so genial, Mann. Ich liebe Kollega dafür, Alter. Kid. Jeder erwartete, dass es knallt. Die vertragen sich niemals, so wie Cannabis und Alk, aber wir atmen alle den. Jeder hat darauf gewartet, dass es knallt. Ich erinnere mich sogar noch an einen. Ich weiß gar nicht, ob das über Raptastisch gelaufen ist damals. Da habe ich selber noch keine Videos gemacht. Da habe ich damals irgendwie so zum 1. April so einen Artikel bekommen. Kollega und Flair haben sich verabredet zu einem Boxkampf und ich hab das echt geglaubt, Alter. Ich denke mir so, was? Also, und dann ist mir erst eingefallen, hey, stimmt ja, Alter, wir haben 1. April, das kann ja gar nicht sein. Aber tatsächlich waren die Erwartungen schon wahrscheinlich ziemlich hoch, dass die beiden eines Tages aufeinandertreffen und dann irgendwas Böses passiert. Aber es ist cool, dass es nicht so ist. Ich weiß nicht, ob es Farid zu verdanken ist. Oder wer auch immer den ersten Schritt gemacht hat. Cool, Alter. Immer cooler. Selben Smog zwischen Bomben-Boxer und Dealern. Public Enemies, wie kommt wie Tupac angeschossenen Beamer. Boah, Tupac ist in seinem 7er BMW angeschossen worden. Wer ist das Modell? E38, glaube ich. Wurde für über 1 Million versteigert, soweit ich mitbekommen habe. 1,5, ich weiß gar nicht mehr so genau. Freunde, stellt euch mal vor. Ich würde mein Haus um dieses Auto bauen. Ich würde das Ding eingelassen und dann mein Haus um das Auto herum bauen. Alter, der Vergleich ist auch übertrieben heftig. Der
heftiger Vergleich, ich komme immer noch nicht darauf klar. Sie kommen angeschossen im BMW, so wie das mit Tupac zu vergleichen, weil Alter, das ist krass, Alter. Ich war zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Hab ich euch gesagt, vor Jahren schon, Alter. War meine Idee schon vor Jahren. Flair hat's erfunden, Alter. Ja, er hat vor Jahren schon gesagt. Damals, als es richtig, als die Kacke am Dampfen war, damals hat er schon gesagt, wir müssen ein Feature machen. Geil, Mann. Geil. Also das ist echt. So ziemlich comedy-lastig, gefällt mir, Mann. Mega sympathisch. Einen Schluck von Patricks Energie, ja. Und ich stürme deinen Gig mit 80 Refugees. Fick das Weiße Haus in Washington DC. Wir kommen nachts im SUV, wir sind Public Enemies. Hey, Public Enemies, wir sind Public Enemies. Das hier ist Berlin und jetzt sind welche Knarre schneller schießt. Public Enemies. Boah. Widerlich, geniale Hook, Alter. Ohne Scheiß. Public Enemies. Und die Patek Kili kommt nicht von gekauften Frames. Bah. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie krass das Genki Dama Album werden soll, aber das ist einfach. Das ist einfach, das ist lecker, das ist einfach lecker. Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingstrack von Flair ist. Das würde mich mal interessieren. Und vielleicht, was eure Lieblingszeile aus diesem Track gewesen ist. Wäre auch interessant, da waren jetzt ein paar Leckerbissen dabei. Geniales Ding, feiere ich extrem, werde ich mir gleich noch ein paar Mal reinziehen. Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Давайте, пацаны.